Ein neuer Musikschuldirektor, zwei neue Kulturfachstellenleiter und eine neue Fachstelle für die Kultur im Stadtsaal. Bruck stellt das städtische Kulturleben auf ganz neue Beine. Ich werde Kulturveranstaltungen in Bruck an der Mur planen, konzipieren, durchführen, gemeinsam mit den Ausführenden. Ich unterstütze Vereine, also die heimischen Kulturvereine, wenn es um Subventionen oder Veranstaltungen und solche Dinge geht. Was kann man sich darunter vorstellen? Ab wann wird das Ganze gestartet? Was sind die ersten Projekte? Ich habe mit 1. September gestartet. Die ersten Veranstaltungen, für die ich jetzt inhaltlich und administrativ zuständig bin, ist am Montag, dem 10. Oktober, gibt es im Kammermusikschall der Musikschule eine Lesung mit Musik, wo der Bürgermeister Peter Koch Texte lesen wird und dazu ein Streichtrio Musik von Haydn und Mozart spielen wird. Ebenfalls Haydn gibt es zu hören am 16. Oktober in der Stadtpfarrkirche, wo die Stadtpfarrkantorei zwei Werke der Brüder Haydn gegenüberstellt, von Michael Haydn das Schrattenbach-Requiem und von Josef Haydn die Nelson-Messe. Und dann geht es weiter mit den Abokonzerten im Kulturhaus, Weihnachtskonzert. Also sehr musikalisch für dieses Jahr, und nächstes Jahr schauen wir natürlich auch, dass wir für die bildende Kunst was tun, dass im Bereich Theater, Tanz auch Dinge passieren. Es geht im November los. Da übernehme ich quasi die operative Leitung des Stadtsaales und werde für die zukünftige Programmierung und Kulturauswahl auch hier mitarbeiten und mich hoffentlich auch verwirklichen. Das heißt was genau? Wir werden einerseits das Kulturprogramm weiterführen. Wir werden in Zukunft auch versuchen, durch die Entwicklung von neuen Tarifmodellen den Stadtsaal für lokale Kulturinitiativen und Vereine wieder attraktiver zu machen, sodass man sich einfach auch einmieten kann. Also dieses Tarifangebot werden wir entwickeln. Und wir werden ab Frühjahr dann mit einem hoffentlich bis dahin gut entwickelten kulturellen Programm, sprich Künstler-Acts, Konzerte, Veranstaltungen, losstarten. Also wir wollen jetzt von der Musikschule die Jugend natürlich fördern. Wir sprechen die Kleinsten an. Also wir wollen jetzt beginnen mit einem neuen Projekt, das heißt Musikforscher, um die Kinder nach der Früherziehung in die Musikschule zu holen, um mit ihnen die Instrumente anzuschauen, genetisch anzuschauen, ein bisschen die Schule kennenzulernen und so den Einstieg in die Musikschule leichter zu machen. Es gibt jetzt auch Neuerungen fürs Haydn-Orchester. Sie möchten es besonders fördern, oder wie schaut das Ganze aus? Genau, also vom Haydn-Orchester werden wir das Orchester weiterentwickeln, aus einem homogenen Klangkörper gestalten. Wir haben auch hier in der Ambitionen, dass wir mehr Jugend in das Orchester bringen und auch die Orchester, die das Konzert aktivieren. Wir denken gerade ein bisschen das Konzert zu modernisieren. Es sollte nach dem Konzert eine kleine Zusammenkunft geben, wo ebenso Musik gespielt wird, auch von der Musikschule aus in einer anderen Formation, um hier vielleicht ein bisschen ein neues Publikum auch anzusprechen. Kultursaal, Stadthalle, Stadtsaal. Stadtsaal, die Bezeichnung, die offizielle, ist Stadtsaal. Aber der Stadtsaal ist in unseren Köpfen natürlich ein Kultursaal, ein Kulturhaus, weil da sehr viel stattfindet. Was sind die nächsten Projekte, die dann dort noch stattfinden? Was muss vorher noch alles geändert werden? Momentan ist es so, dass die üblichen Konzerte wie im laufenden Programm im Stadtsaal noch abgehalten werden. Da darf ich gleich einladen. Am 22. November das Abo-Konzert mit dem Haydn-Orchester, dirigiert vom neuen Musikschuldirektor Andreas Fahrenleitner. Und das Weihnachtskonzert werden dort noch sein. Dann wird der Stadtsaal eine kleine, auch energiesparbedingte Pause in den Monaten Dezember und Jänner haben, wo es eben auch aus Energiegründen nötig ist, ein bisschen leiser zu treten. Und wo wir die Zeit aber nutzen wollen, um mit dieser Neupositionierung fortzufahren und dann in den ersten Monaten des nächsten Jahres mit einem neuen Kulturprogramm zu starten. Z.
Zwei Tage Herbstfest im Euromarkt, Ihr Einkaufs- und Fachmarktzentrum in Kapfenberg. Freitag und Samstag, den 14. und 15. Oktober. Gutscheinheft mit vielen tollen Angeboten. Bubble Tee von La Marina. Personell und AMS-Trainer Helfried Birker wird da sein. Glücksrad für Groß und Klein, tolle Preise. Kindermalen. Vorführungen der Butterfly Cheerleader sowie Trachtenverein Rossecker. Am Samstag ab 9 Uhr Musik Frühschoppen mit Tanks Tour, professionelles Facepainting bei Sabine für Groß und Klein, Kinderschminken, Live-Musik mit Picasso. Das alles beim Herbstfest im Euromarkt am Freitag, den 14. und Samstag, den 15. Oktober. Wir wünschen allen viel Spaß. Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. Meinbezirk.at. Ich freue mich auf viele Gäste, einerseits aus Kimberg, aber auch aus den Nachbarorten. Und die Künstlerinnen haben aus ihren Gemeinden viele Freunde und Verehrer mitgebracht. Und die wunderschönen Bilder beweisen und auch die Skulpturen, dass Kultur in Kimberg geschätzt wird. Und ich freue mich für die beiden Damen und gratuliere zu dieser wunderschönen Ausstellung. Frau Breuer, Sie haben ja zwei Hobbys, oder? Ja, das erste Hobby, das ist mein Garten. Mein Schaugarten in St. Marien und das zweite Hobby ist die Malerei. Ich bin Autodidaktin, mal seit 9 Jahren. Ich male vorwiegend für mich selber, obwohl ich mich natürlich sehr freue, wenn irgendein Betrachter an meinem Bild Gefallen findet und dieses Bild dann ein neues Zuhause findet. Ja, es freut mich sehr, dass Memo TV auch bei uns ist. Also diese Ausstellung ist wirklich super und ich möchte mich auch bei der Stadtgemeinde Kindberg bei allen bedanken, die da mitgeholfen haben. Die Ausstellung ist bis 10. November offen und ich ersuche alle Leute, die jetzt interessiert sind und jetzt gesehen haben, wie schön, dass es da hier ist, auch diese Galerie zu besuchen. Sie haben eine Doppelausstellung? Wir haben eine Doppelausstellung. Und wir haben unsere Bilder auch so eingeteilt, dass jeder eigentlich seine Bilder eigentlich zur Geltung bringen kann. Und alles, würde ich sagen, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Sie haben ja gesagt, Sie haben eine spezielle Maltechnik. Ich male in Eidempera. Eidempera ist eine ganz alte Kulturtechnik. Spuren dieser Technik findet man schon in der Sixtinischen Kapelle in Rom und in den Pyramiden, in den Ausgrabungen von Gräbern in Pyramiden. Diese Technik wurde früher als Technik des armen Mannes bezeichnet, weil Eier, Leinöl und Baumharz hatte fast jeder. Und das Leinen zu dieser Zeit wurde von eigenen Leinenwebern gewebt.